Okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Du bist bereit. Okay, dann ja, nochmal hallo. Jetzt haben wir am Abend die Nicole noch da. Hallo. Du kandidierst auch als Generalsekretärin. Ja. Gut, das erste Mal, dass wir keinen vorsitzenden Kandidaten hier sitzen haben. Und dann sag doch einfach ein bisschen was zu dir, einfach so dein Piratierwerdegang, dein Piratsein, vielleicht auch was Privates, was du preisgeben möchtest, irgendwie, was du denkst, dass Leute interessieren könnte. Ja, also ich bin die Nicole, ich bin noch 31 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder. Zu den Piraten bin ich gekommen 2008, das heißt vor der Bundestagswahl schon. Und da hat mich halt interessiert, es sind nicht die neuen Sachen, die gekommen sind, warum ich dahin gekommen bin, sondern das war die Idee der Basisdemokratie und der Mitarbeit. Da waren wir auch noch recht klein und ja, das war alles noch etwas intimer, freundschaftlicher als jetzt mit so vielen, wo man nicht mehr alle kennt. Ja. Hast du eine politische Vorgeschichte? Nein. Ich war nirgendwo engagiert, außer dass ich gewählt habe. Mal dies, mal das. Und Vereine, Organisationen, irgendwie sowas? Ich bin Mitglied der Tafeln bei uns im Ort und helfe da auch mal mit, aber ansonsten nichts. Kannst du sowas zu deinem Beruf, Ausbildung, Studium und Ich Berufserfahrung bin erzählen? gelernte Bürokauffrau, arbeite allerdings im Altenheim in der Küche, in der kleinen Stelle. Das hat aber allerdings, das sind private Sachen, wie es dazu gekommen ist. Das ist aber irrelevant. Das interessiert sowieso keinen, glaube ich. Welche Ämter hast du in der Partei schon inne gehabt, beziehungsweise was hast du generell in der Partei vorher gemacht? Also, wir haben September 2009 den Kreisverband in Waldeck-Frankenberg gegründet. Von da an bis 2011 war ich Generalsekretär da. Und 2011 hat unser Schatzmeister gesagt, er mag im Moment nicht, mag eine Auszeit. Und seitdem bin ich Schatzmeister im KV Waldeck-Frankenberg. Bis jetzt noch immer. Und Generalsekretärin. Eigentlich hat den Job der zweite Vorsitzende, weil wir den aus der Satzung rausgestrichen haben, so als eigenen ständigen Posten. Wir ja, haben keinen Generalsekretär so weit mehr. Und welche Interessenschwerpunkte hast du politisch und privat? So Sozial- und Familienpolitik, würde ich so sagen. Und engagierst du dich da irgendwie drin? Bist du im AK, einer AG? Also wo ich mich im Moment engagiere, ist größtenteils, da wir mehrere Mandate haben in unserem Kreis, ist auf kommunaler Ebene. Was wir versuchen, ist einmal unseren ÖPNV besser zu machen. Wenn man weiß, also ich komme aus Waldeck-Frankenberg, das ist Niemalsland. Unser ÖPNV ist quasi nicht existent. Das ist etwas schwierig. Dem versuchen wir zu verbessern, was langwierig ist, aber eventuell wird. Und wir bereiten vor an unsere Kindergartenplatzsituation, die wir haben, so mit den unter Dreijährigen, das Ganze noch zu verbessern. Aber das ist noch am Entstehen zurzeit. Dann glaubst du, dass deine Wahrheit die alleinige ist oder lässt du auch weitere zu? Ich habe manchmal die Angewohnheit zu glauben, dass meine Wahrheit die alleinige ist, aber ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. So ist es nicht. Okay. Welches politische Konzept sagt dir eher zu? Integration und Anpassung an den Politikbetrieb oder beobachtende, kontrollierende, unabhängige Arbeit? Schwierig. Das ist ja bezogen auf Arbeiten fraktionsmäßig, denke ich. Ich denke so generell überhaupt wir so als Partei, also jetzt nicht unbedingt, dass du das als Vorstand durchführst, sondern ich glaube generell ist es bezogen auf Parteiarbeit, wie sich die Ja, ich Piraten glaube, irgendwo mit entwickeln. Integration und Anpassung an den Politikbetrieb oder eben nicht. Oder Schwierig, unabhängige Arbeit. schwierig. Beides zwei sehr extreme, situationsbedingt, aber finde ich beides ein bisschen sehr extrem. Okay. Dann seit Monaten gehen Klüngelvorwürfe durch den LV.
Glaubst du, dass in Hessen über das normale soziale Maß heraus geklüngelt wird? Also erstmal glaube ich, dass das in jedem Landesverband so ist. Oder ja, dass sich Gruppen finden, die ihre bekannten Freunde oder mit denen sie mehr zu tun haben, gerne unterstützen. Für manche kommt das vielleicht wie Klüngelei ran. Ich glaube nicht mal, dass es immer unbedingt so gemeint ist, also böse gemeint ist. Es kommt halt manchmal schlecht rüber. Bei anderen, die es ist, sind verschiedene Personengruppen. Die einen kennen sich mehr, die anderen kennen sich weniger. Schwierig. Und bei dem, was auf der PPH los ist, ich kenne nur Sachen von Hörensagen. Ich kann mich da nicht weiter einmischen. Also, weil ich weiß nur was von Hörensagen. Ich weiß nicht, also mir hat nie eine von den direkt betroffenen Personen irgendwas dazu erzählt. Deswegen okay. Ist es schwer, dazu was zu sagen. Wie würdest du denn in einem Vorstandsamt dagegen vorgehen oder würdest du überhaupt dagegen vorgehen, gegen Klüngelei? Dagegen vorzugehen, eigentlich müsste das schwierig. Dagegen vorgehen. Das ist sehr schwierig. Erstmal müsste man es beweisen, wenn man weiß, dass da jemand klüngelt, dann kann man dagegen vorgehen. Dafür haben wir ein kleines Schiedsgericht. Aber wenn der eine dem anderen was vorwirft, ich glaube, Klüngelei kann man nicht vom Landesschiedsgericht ausfichten oder so, oder? Schwierig. Es ist schwierig. Ja. Man muss es auch sowieso einmal beweisen, bevor man überhaupt irgendwas. Also schwer. Ja, dann vielleicht noch im Zusammenhang zu dem Klüngeln. Schwebt die Aufstellungsversammlung und die lukrativen Mandate dermaßen bei der Partei, dass Neid, Missgunst und Argwohn uns lähmen? Im Moment streiten sich alle darüber. Ja, es ist ein bisschen schade. Also wir sollten uns vielleicht ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was wir politisch erreichen wollen, als uns miteinander zu streiten über irgendwas. Okay. Hast du persönlich vor, für Mandate zu kandidieren? Nein. Also außer auf kommunaler Ebene, aber das hat mit Bundes-, Landes-, Euro, nein. Okay. Was hat dich bewogen, für den Landesvorstand zu kandidieren? Ich mache jetzt die Arbeit in unserem KV schon 3 Jahre lang. Mir macht die Spaß und ich kann das organisieren und verwalten. Ich bin ja auch gelernte Bürokauffrau. Und da die Judith nicht mehr antritt und bis vor kurzem auch nur eine Person da stand, und ich das gerne machen würde, und ich bin mir auch sicher, dass ich das machen kann, habe ich mir gedacht, stelle ich mich mal auf. Also, und warum kandidierst du denn gerade für Generalsekretärin? Weil das mein Ding ist. Das ist Arbeit, Verwaltung, kann ich gut. Organisation. Und was willst du mit deinem Amt erreichen? Ich möchte einmal, also wir haben Mitglieder, die sich bei mir öfter beschweren, dass es sehr lange dauert, bis sie zum Beispiel die Tools nutzen können, wie das Liquid Feedback und das VMB. Das ist ein bisschen schade. Ich würde es gerne verbessern, dass Neumitglieder das schneller nutzen können. Okay. Das wäre eine schöne Sache. Dann haben wir natürlich eine Umstellung vom CRM auf Sage. Da hatten wir ja früher auch schon Probleme. Ich habe eine Mitgliedsnummer von 9000, obwohl ich 2008 eingetreten bin. Das sagt alles. Das würde ich gerne, dass das nicht mehr so passiert. Also die Judith hat einen super Job gemacht und der Sascha und der... Und der? Das waren zwei. Christoph. Die haben einen super Job gemacht bisher und soll weiterlaufen. Gut. Was qualifiziert dich für den Landesvorstand? Für das Amt kann ich sagen, dass ich durch diese 3 Jahre schon Erfahrung habe, worum es geht, mit Organisation, mit Mitgliederverwaltung und meinem Beruf. Und als Person? Ich habe mehrere Jahre, war ich Jugendleiter beim THW, nicht mehr, bin dann nur noch passives Mitglied. Ich bin ein Organisationstalent. Das können die Leute, die mich kennen, bestätigen. Ich habe den LPT in Frankenau schon mit organisiert. Ja. Welche Eigenschaften hältst du für einen Vorstand für notwendig?
Sich ein bisschen zurückzunehmen und versuchen, unsere Themen voranzubringen. Ein bisschen Ahnung von dem zu haben, was auf einem zukommt, an Arbeit. Ja. Der derzeitige Vorstand agiert ja sehr defensiv. Stört es dich? Und wenn ja, was stört dich daran? Und siehst du deine Aufgabe weniger als Verwalter, sondern auch als Motivator und Initiator von Aktivitäten? Ja, also meine Aufgabe sehe ich eher als Verwalter, da ich mich ja für das Amt des Generalsekretärs bewerbe. Mhm. Das hat was mit Verwaltung zu tun. Ich habe mit dem jetzigen Vorstand keine Probleme, daher kann ich da nichts zu sagen, also wirklich nicht. Würdest du mit jemandem im Vorstand zusammenarbeiten, den du persönlich nicht leiden kannst? Ja, warum nicht? Es geht ja ums Arbeiten. Du musst ja nicht mit ihm Kaffee trinken gehen oder so. Also wir arbeiten zusammen, ich kann mit jedem arbeiten. Ich muss den nicht mögen, mit dem ich zusammenarbeite. Okay. Also auch egal, wie der Ausstand, wie der Vorstand letztendlich aussieht. Das ist völlig egal. Okay. Wie viel Zeit kannst du für die Piratenpartei aufwenden? Ich habe nur eine Viertelstelle, das heißt, ich habe viel Zeit. Okay. Also 20, 30 Stunden die Woche locker. Und wie kannst du mit Kritik umgehen, also auch mit persönlicher und ungerechter Kritik? Ja, persönliche und ungerechte Kritik werde ich dann mit dem ausfechten, der mich da persönlich angreift. Über die PPH weiß ich nicht, die finde ich ungeschickt, würde ich nicht machen. Also das kläre ich mit denen persönlich, die mich kritisieren, aber das kann ja jeder gerne machen. Okay. Wie sieht dein Arbeitsstil aus? Bist du eher Organisierer, Delegierer, Koordinator, Do-it-yourself, Moderator, Stimmer? Also ich bin so ein Organisierer und ich frage zwar nach, möchte es jemand machen, aber wenn sich denn dann keiner meldet, mache ich es meistens selber. Okay. Wie möchtest du Themen statt Köpfe umsetzen? Ja, das wäre mal einmal eine Aufgabe für eine gegründete AG Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind ja noch im Aufbau. Und für die demnächst zu wählenden Kandidaten für den Land- und Bundestag, dass sie unsere Themen voranbringen. Und dass wir vor allem in den KVs mehr Infostände machen, dass wir einfach unsere Themen nach außen bringen. Mehr Öffentlichkeitsarbeit. Das Schwierige ist, es kommt drauf an, wenn jemand interviewt wird, wie er das erzählt. Also sie werden wahrscheinlich keine 100 Basispiraten dazu einladen. Also bei einem Interview ist immer der interviewt wird, muss das rüberbringen. Und da hoffe ich doch mal, dass wir Kandidaten wählen für den Land und für den Bundestag, die das super machen. Okay. Und in welcher Rolle siehst du den Landesvorstand? Eher verwaltend oder eher politisch-inhaltlich tätig? Ja, ich sehe den Landesvorstand eher als eine Verwaltungsebene. Das ist halt alles schwierig, weil ich keinen weder als Vorsitzender noch als politischer Geschäftsführer kandidiere. Du hast die verwaltendste Position, ja. Also ich okay. Sehr, sehr verwaltend. Verwaltender als verwaltend. Okay. Im Vorfeld der Bundestags- und Landtagswahl wird die Presse vermehrt auf den Landesvorstand einstürmen. Welche Erfahrungen hast du mit der Presse und mit Pressearbeit? Welche Möglichkeit siehst du, dich fortzubilden und Angebote für andere Piraten zu schaffen? Also ein paar Rhetorikkurse, die wären, glaube ich, sehr angebracht für die nächsten Kandidaten, demnächst zu wählenden Kandidaten. Mhm. Ich persönlich, ich habe bei unseren im KV, bei PMs schon mitgeholfen. Ich habe auch schon mit unserer lokalen Presse geredet, aber als Gensek denke ich nicht, dass man da, dass irgendeine Presse wirklich was von einem Gensek will. Von einem Vorsitzenden, von einem Stellvertreter, von einem Polgef, aber von einem Gensek glaube ich eher weniger. Okay. Wenn sich Freunde von dir mit anderen Piraten streiten sollten, bleibst du dann objektiv? Ich versuche es. Es ist, also fällt mir sehr schwer. Ich versuche das immer wieder. Ich bin auch ein Mensch, der harmoniebedürftig ist und versuche zu schlichten, aber ob mir das immer gelingt, bezweifle ich.
Dann die Wunderfrage. Wie siehst du das hessische Verhältnis zu den Berliner Piraten? Ja, ich kenne auch ein paar Berliner Piraten, ja. Keine Ahnung, gibt's. Und das hessische Verhältnis an sich hier aus dem ja, keine Ahnung, kann ich. Hessischer Landesverband, Berliner, ja. Die sind halt nett. Ja, sind halt nett. Ich kenne so ein paar von denen, finde ich auch nett. Okay. Dann habe ich noch eine Frage von Twitter. Wie stehst du zu Postgender? Sind wir Postgender? Ja, wir kündigen es immer an. Also wir versuchen es immer zu sein, aber wir sind es leider noch nicht. Nein, leider oder nein. Findest du, dass wir es sein sollten? Also dass wir, oder dass teilweise Bestrebungen, die irgendwo in der Partei existieren, dass halt eben mit dem Antidiskriminierungsbeauftragten nach diversen Diskussionen auf der PPH zum Beispiel ein bisschen was hochgekocht ist, dass man da irgendwie vielleicht einen Weg einschlägt, dass man einsieht, dass das Postgender vielleicht gar nicht geht oder so? Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, es gibt Frauen, die möchten gerne auch als Frau bezeichnet, also als Piratin bezeichnet werden. Das hat jeder für sich selber zu entscheiden. Ich finde nicht, dass wir Leuten vorschreiben sollen, du darfst jetzt dich nicht mehr so als Frau fühlen. Das finde ich irgendwie Quatsch. Also jeder soll das für sich selber entscheiden. Also, ob man mich jetzt als Piratin oder Pirat, das ist mir eigentlich völlig Wurst. Das ist schwierig. Es gibt genug Frauen in dieser Partei, das weiß ich, die möchten, sie sind halt Frauen und das ist halt auch so. Und dann möchten sie nicht entfraut werden, so neutrum-mäßig. Also, schwierig. Also, es wäre schön, wenn wir gleichberechtigt sind, aber das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir noch lösen müssen. Das sind wir nämlich noch nicht wirklich. Ist es Gleichberechtigung für dich, wenn man auf das Binnen-I verzichtet und irgendwie nicht mehr gendert, im Sprachlichen jetzt mal? Also ich weiß nicht, ob das mir unbedingt eine Gleichberechtigung ist. Also nur weil man das, weil man jetzt so redet und so schreibt, heißt das noch nicht, dass die Menschen das auch so würdigen, dass das so ist, dass man gleichberechtigt ist. Also man muss das auch leben, nicht nur schreiben oder twittern oder wie auch immer. Also man kann das versuchen, aber solange immer noch der Geist in den Leuten da ist, das ist halt eine Frau und das ist ein Mann, ist das schwer. Also ich wünsche mir das schon, dass jemand, dass irgendwann das so ist, das ist völlig egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist oder wie war das, transsexuelles Eichhörnchen, das wäre total schön, aber es ist schwierig. Okay. Wer ist dein politisches Vorbild? Habe ich keins. Tut mir leid, habe ich das nicht. Das scheint Standard zu sein bei Piraten irgendwie. Ja, irgendwie keins zu haben. Also wir haben jetzt 4 Interviews gehabt und haben jetzt kein politisches Vorbild bisher gemacht. Du hast mal Mahatma Gandhi erwähnt, aber das war jetzt nicht so... Das ist die Einschleim, oder Mahatma Gandhi... Jesus. Okay. Mutter Teresa. Solange ihr keine ehemaligen Diktatoren habt. Ja, nein, also ich glaube, das liegt einfach daran, die meisten Piraten sind von der jetzigen Politik frustriert. Wie kann man dann von einer Politik, von der man frustriert ist, ein Vorbild finden? Das ist muss ja keine aus der deutschen Politik sein. Ich finde jetzt die anderen Länder jetzt auch nicht alle super erbaulich. So ringsrum, also das ist jetzt nicht, dass ich jetzt ein Land wüsste, das ist die Bombenpolitik, da ist ja alles, wo Milch und Honig fließen, also, oder kennt ihr eins, also. Na, politische Vorbilder können ja auch ich weiß, was du willst, okay. Das aber ich hab, aber, nee, hab ich nicht, tut mir leid. Okay. Hast du einen Führungsstil, wenn ja, welchen, oder lehnst du Führung als Aufgabe eines Landesvorstands grundsätzlich ab? Führungsstil. Ich glaube, mitmachen ist kein Führungsstil, wenn man jemanden zum Mitmachen auffordert, was wir immer versuchen in unserem Kreis, aber es schwierig ist, die gerne Passivmitglieder sein wollen, zu motivieren. Da ist auch viel Eigenantrieb, glaube ich. Sollte man die denn motivieren? Ja, man muss die immer wieder motivieren. Es muss irgendwas Böses, glaube ich, passieren in seiner eigenen Umgebung, bis man so motiviert ist, dass man einfach aufsteht.
weil wir schreiben Briefe, wir schreiben E-Mails, wir versuchen alles. Und wenn dann das erste Böse passiert, kommen die dann auch zum Stammtisch und erzählen ihr Böses und dann werden sie auch aktiv. Also, aber motivieren muss man sie trotzdem immer wieder. Ansonsten sitzen wir dann irgendwann alleine da. Das ist auch blöd. Also motivieren ist wichtig. Okay. Willst du auch andere Stammtische besuchen als deinen eigenen? Oh, jetzt kommt, oh, ich finde, diese Frage habe ich gelesen, die finde ich großartig. Seit 4 Jahren wird diese Frage gestellt. Jeden Landesvorstand, jeden, der da kandidiert. Und der sagt dann immer wundervoll, ja, ich werde die Stammtische besuchen. Bei uns war keiner, doch Uwe. Hast du einen Stammtisch besucht? Kapitän. Ja, na. Der Uwe war einmal da, als wir ein Problem hatten, weil wir eine Arbeitsfraktion mit den Linken machen wollten und da einen Streit hatten, so zwischen den Links, ist, die Linken sind ganz böse und denen, wir können es ja mal versuchen. Da war der Uwe mal da zum Schlichten, ansonsten war bei unseren Stammtischen noch niemand irgendeines amtierenden Vorstandes. Das will ich erstmal das Erste sagen. Ich würde natürlich versuchen, Stammtische zu versuchen, so wie meine Zeit ist. War ja auch bei der Nordhessen-Konferenz. Die Schwalm-Eder aus dem Schwalm-Eder-Kreis schaffen es immer, ihren Stammtisch dann zu legen, wenn Landesvorstandsdelko ist. Finde ich auch immer sehr praktisch. Schwierig dann. Dann wissen wir jetzt auch, warum aus dem Schwalm-Eder-Kreis nie einer bei der Vorstandssitzung ist. Das könnte ich euch nämlich jetzt sagen, weil die nämlich genau an dem Abend einen Stammtisch haben. Sie haben es auch versucht zu ändern, aber irgendwie sind die Mitglieder dagegen. Schwierig. Ja, so kann das laufen. Wenn ich die Zeit dazu finde und das Spritgeld es erlaubt, fahre ich gerne irgendwo hin, um einen Stammtisch zu besuchen. Wen auch, welchen auch immer gerne. Deine drei größten Fails auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. Irgendein Fail. Auf Bundesebene ja, habe ich keinen, auf Kreis-, auf Landesebene. Ich wüsste, beim letzten Landesparteitag, den wir organisiert haben, hatte ich Abendessen nicht für die Vegetarier, an die Vegetarier gedacht. Das, da bin ich ganz übelst böse getrollt worden. Ja. Hühnchen ist nicht vegetarisch. Das und Lamm auch nicht übrigens. Okay. Nein. Fisch ist auch, nein, du musst schon nicht Tier, also nichts, was mal gelebt hat, ist schwierig. Und das Protokoll von Froschhausen war ein bisschen spät beim letzten Mal abgegeben. Ich glaube, nichts kann dieses letzte Vorstandsprotokoll, das war Rüsselsheim, oder? Dieses Landesparteitagsprotokoll, nicht Vorstandsprotokoll, was so programmatisch etwas lange gedauert hat, das kann, glaube ich, nichts toppen. Das war da Fall. War ich nicht, weil da hatte ich private Auszeit für mich. Wie stehst du zu der Schaffung von Antidiskriminierungsbeauftragten? Also die Vertrauenspiraten finde ich eine ganz tolle Sache. Die hätten wir 2009 schon gebraucht, weil diese Querelen, die haben wir jedes Mal, jedes Jahr. Immer ein paar andere, es sind auch immer andere beteiligt, aber wir haben sie jedes Jahr. Diskriminierungsbeauftragten, schwierig. Ich glaube, das Arbeitsumfeld wäre so... Ich glaube, du würdest auch gar keinen finden, der freiwillig... Nee, keine Ahnung. Also ich weiß gar nicht, wer das machen wollte. Das ist auch unheimlich schwer, wenn ich selber Antidiskriminierungsbeauftragter wäre. Nicht irgendwas zu tun, was diskriminierend wirkt, auch ohne böse Absicht. Weil ich weiß es nicht. Ich finde das schwierig. Okay. Wie stehst du zu Burschenschaften? ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe auch eine Ausbildereignungsprüfung. Ich habe nie studiert, keine Ahnung. Nicht, also ich kenne Kirmesburschen, aber das ist was völlig anderes. Okay. Das ist ein Studentenproblem, glaube ich. Kann gut sein. Bist du eher ein Konsensvorstand oder siehst du deine Funktion darin, auch Kritik zu äußern? Beziehungsweise Konflikte manchmal auch zu schüren, um Debatten anzutreiben. Nee, ich bin eher ein Freund von Konsens. Also,
da der Vorstand ja Entscheidungen zu treffen hat über Budget, über irgendwas Organisatorisches, das kann der Polgef ja machen auf der PPH gerne, aber über Findung im Vorstand wäre er Konsens, glaube ich, als Arbeitsgrundlage etwas besser als da. Das kommt drauf an, um welche, also auf der PPH, wenn es um Programmatik geht, kann man das bestimmt machen. Da kann man ja auch seine Meinung nennen, so als Basis, wenn ich als Basis irgendeiner Meinung bin. Aber in der Vorstandsarbeit ist das, glaube ich, kontraproduktiv, mit sowas zu kommen. Okay. Wie und welche programmatische Entwicklung wünschst du dir für die Piraten? Was die Partei gesagt? Wie findest du, sollten die Piraten sich in Zukunft positionieren? Schwierig. Das Politikfeld von allem ist sehr groß. wie soll man denn das beantworten, um Gottes Willen? Sollen wir eine Kernpartei bleiben oder sollen wir es, keine Ahnung, sollen wir uns zu allen Themen positionieren zum Beispiel? Tja, wir können uns gerne zu anderen Themen positionieren, aber nicht auf Biegen und Brechen. Also, wenn man Programmatik ausarbeitet und es ist auch zu einem breiten Spektrum, habe ich kein Problem damit, aber nicht auf Biegen und Brechen irgendwas nehmen, weil es da gerade mal einer geschrieben hat. Also mit einer vernünftigen Arbeit im Hintergrund können wir uns gerne auch erweitern. Habe ich überhaupt keine Schmerzen mit. Okay, und wie willst du mehr Piraten dazu motivieren, sich einzubringen? Man kann es nur anbieten. Also das ist auch das, was wir im Kreis tun. Wir bieten Stammtische an, wir bieten Arbeitstreffen an, wir bieten alles Mögliche an. Wir sollten vielleicht mal auch von LV-Ebene mal hier mal dort mehr Neumitgliederkurse machen, weil es schwierig ist für Neumitglieder sich, also wenn man sagt, das steht im Wiki, da kann man auch sagen, geh mal da in die Bibliothek, da hat jemand 3 Bücherschränke umgeschmissen, such mal. Also das ist unheimlich schwierig, wenn jemand sich damit nicht auskennt, da was zu finden. Also wir müssten definitiv ein paar mehr Neumitgliederkurse über, wie funktioniert Wiki, wie benutzt man das Pad, wo finde ich was, das wäre auf jeden Fall was Gutes für Neumitglieder. Da könnte man die auch mit motivieren, weil dann sind sie eingebunden, ah, das finde ich da und dann kann ich mitarbeiten. Okay. Welche Zukunft wünschst du dir für die Partei? Ja, meine Traumvision. 5% nächstes Jahr bei der Landtagswahl, Minimum. Bei der Bundestagswahl würde ich mir das auch wünschen. Das wünsche ich mir, ja. Okay, du hast aber nicht vorgehabt zu kandidieren, ne? Nein, aber ich wünsche mir trotzdem 5%. Um unsere Ziele noch ein bisschen besser, weil wenn man im Kreistag haben wir ganz viele Sachen, die in der HGO festgeschrieben sind, die man aber nur auf Landesebene ändern könnte. Das wäre schon schön, wenn man da mal eingreifen könnte. Ja, du bist übrigens hier im Chat nächsten Mittwoch ganz herzlich eingeladen. Oh. Ich weiß aber nicht genau, welcher Stammtisch. Das ja, das sollte super. Mal jemand sagen. Auf jeden Fall der geändert werden musste. Also es ach, na, nächste Woche Mittwoch zum Schwalm-Eder-Kreis. Ja. An der yay. Landesvorstandssitzung. Ja, das ist wunderbar. Okay. Wo ist denn der im Schwalm-Eder-Kreis? Schreibt der das, der da das im schreibt Chat der ist? Bestimmt gleich. Das wäre total nett. Ich hätte da noch die Frage, also bezogen auf das Postgender war noch die Frage hier aufgekommen, wie bekämpfst du Alltagssexismus? Bekämpfst du es überhaupt? Ich versuche es. Ich bin die einzige Frau unter lauter Männern am Stammtisch. Ich versuche das jedes Mal wieder und es ist sehr, sehr, sehr schwer. Ich weiß, meine Mitpiraten in unserem KV, die meinen das nicht böse, aber sie denken manchmal nicht drüber nach. Also ich war 10 Jahre aktives Mitglied im THW, bin das gewöhnt. Männer sind manchmal etwas derber. Mir macht es nichts aus. Wenn wir aber Jüngere dabei haben, die das nicht so gewohnt sind, dann muss man die unheimlich bremsen. Das ist sehr schwer, vor allem Leute, die jetzt schon, also jemand, der 20 ist, den kann man da noch hinbringen, macht das nicht. Das tut manchen Menschen weh, die jetzt kein dickes Fell haben und die nehmen das auch persönlich. Aber jemanden, der 40 und älter ist, ist das unheimlich schwer beizubringen, dass manche Aussagen verletzend sind.
Und dass sie das auch nicht verstehen, weil das ist, haben die immer so gemacht. Mhm. Wenn mir eine Frau sagen kann, wie man da einfach, wenn da drei Männer sitzen und sich da einen erzählen, wie man dem beibringen kann, dass das sich nicht gehört, wie... Alleine wenn ich das Wort höre, Mutti. Mutti macht das schon, dann kriege ich, da könnte ich die Krise kriegen. Nennen sie dich Mutti? Ja, machen sie, um mich zu ärgern. Okay. Finde ich furchtbar. Ja, der Stammtisch ist in Homberg übrigens. Homberg FC, ja, das ist einfach geradeaus. Ah nee, ist da nicht, da ist die Autobahn nur gesperrt. Unten kann man unten drunter durchfahren, ja, ja. Du hast jetzt die Frage, die Möglichkeit, den Gap zwischen Alt- und Neupiraten zu schließen, hast du, glaube ich, schon längst beantwortet irgendwie. Du möchtest ja gerne mehr Neupiraten motivieren, einbinden und auch diese Neumitgliederabende versuchen. Also das wäre wir, wunderschön. Ich finde dieses Alt- und Neupiraten, also wir haben im Kreis viele Neupiraten, die hätten auch Altpiraten sein können, von ihrem Denken, von ihrem Handeln. Also ich finde dieses mit dem Alt- und Neupiraten, das ist doch total albern. Nein, das ist ja nur wegen dem Einstieg. Also das neue Mitglieder, ja, ja. Neue Leute, die da sind, ja, einfach, ja. Denke ich. Also da brauchen wir gar nicht die Diskussion aufmachen irgendwie. Hatten wir die Frage schon, ob wir uns zu Bundesthemen positionieren sollten? Nein, hat man noch nicht. Soll sich denn der LV zu Bundesthemen positionieren? Das kann ich dem LV nicht vorschreiben, weil da gibt es einen Landesparteitag, der wählt da was. Und wenn der das tut, dann ist das schwierig, ihm das vorzuschreiben, das nicht zu tun. Wenn der Bundesparteitag was anderes beschließt, dann... Aber du hast ja auch eine so? Einfache Stimme auf dem LV. Würdest du dann dafür stimmen oder eher dagegen? Das Beispiel war jetzt die Kernkraft. Ja, das ist schwierig, ne? Hessen ist dagegen, Baden-Württemberg ist dafür und Baden-Württemberg baut die Kernkraftwerke an unserer Grenze. Das ist gemein. Es ist schwierig, das konträr zu machen. Es gibt Themen, dann kann man das bestimmt machen, dass Länder eine andere Meinung haben, aber Atomkraft finde ich jetzt ist sehr schwierig. Also ich weiß nicht, ob das gut ist, sich da, dass Baden-Württemberg dafür ist, Hessen dagegen und der Nächste wieder dafür. Ich weiß nicht, ist irgendwie nicht zielführend. Bis zum Bundesbeschluss, ja. Ja, ist irgendwie nicht zielführend, meine Meinung. Wie stellst du dir die Zusammenarbeit zwischen einer eventuellen künftigen Landtagsfraktion, der Basis und dem Landesvorstand vor? Ich hoffe, dass die zukünftige Landesfraktion die Basis versucht, so viel wie möglich einzubinden. Das heißt, aus den Landtagssitzungen und vor allem aus den Ausschüssen Material mitzubringen und dass wir gucken, was wir gerne einbringen würden und dass die Basis mit der Landtagsfraktion, da hat diese Landtagsfraktion ist eventuell auch einfacher, Anträge ausarbeiten. Also wir machen das ich weiß nicht, ob er das genauso übertragen kann, aber unser Kreistagsabgeordneter macht das, er bringt uns meistens ordnerweise Anträge und Gezettel mit und wir lesen uns das durch und versuchen Verbesserungsvorschläge zu den anderen Anträgen der anderen Fraktionen im Kreistag zu machen und versuchen auch ab und an unsere Themen einzubringen. Das dauert halt eine Weile, Anträge auszuarbeiten. Im Moment, ich weiß gar nicht, was letztens angenommen wurde, es gibt einen Arbeitskreis zum ÖPNV, den haben sie einstimmig angenommen. Ich war völlig überrascht. Gibt es normalerweise nie. Normalerweise ist niemand dagegen. Was wir machen, aber naja. Okay. Du meintest zwar, du kannst mit allen gleich gut zusammenarbeiten, aber trotzdem von den bisherigen 4 Bewerbern, wen hättest du als Liebstes, als Vorsitzenden, wenn du Generalsekretärin wärst? Ist mir total egal. Okay. Yes. Es ist mir völlig wurscht. Ja, es geht, also wirklich, als Generalsekretär geht es um Organisation. Genauso, ich denke mal, dem Lothar wird das auch ziemlich egal sein in seiner Arbeit. Weil er ist für Kasse zuständig, macht seine Schatzmeisterarbeit. Und, dann wird schon klappen. Warum sollten wir gerade dich dann wählen? Weil ich es kann. Weil ich jetzt den zweiten Landesparteitag, der hoffentlich gut über die Bühne geht, ich bin so froh, wenn er vorbei ist und nichts schiefgegangen ist,
funktioniert halt. Ich mache das seit 3 Jahren im KV und ich denke, ich kann das auch im LV organisatorisch verwalten. Bin ich gut. Okay. Okay. Dann der Punkt, Judith hat das angefangen mit Vernetzung. Es läuft jetzt, dass wir bald eine Hessen-Marina haben, dass die KVs also praktisch als Organisationseinheit miteinander vernetzt werden, da auch Gensex und Schatzmeister so ein bisschen. Ja, momentan, da war schon die Frage, warum sollten wir gerade dich wählen, aber momentan stehen ja auch, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, Sascha, der ja die Mitgliederverwaltung mitgemacht hat, und auch Christoph, der auch alle Mitgliederverwaltung beiden gemacht hat. Richtig. Fehlt da nur noch, ich glaube, der Hans Wurst aus Frankfurt, der hat, glaube ich, auch Mitgliederverwaltung gemacht, der Grieche. Mensch. Hans Wurst, Grieche, was? Hans Wurst ist sein Wiki-Name, Mensch. Ach so, oh der Gottes Alex, genau, siehst du. Ja. Ich dachte jetzt schon, Hans Wurst. Hans Wurst genannt. Ja, also von daher, jeder gibt sich den Nick, den er mag. Und jetzt ist halt echt die Frage, würdest du, wenn jetzt einer von den beiden anderen oder die jetzt zur Wahl stehen, gewählt werden, da in der Mitgliederverwaltung auf Landesebene weiter mitmachen? Ja, also ich habe noch nicht da mitgemacht, aber ja. Ich würde ihnen anbieten, wenn sie mich denn wollen, das ist ja die Frage, ne? Das ist ja auch die Frage, ob die mit mir zusammenarbeiten wollen, aber ich würde denen auch helfen und mitarbeiten, wenn die möchten. Das heißt, im Endeffekt steht das Angebot, wenn du nicht gewählt werden würdest, dass du praktisch, wenn der Sascha oder der Christoph einsteigen, oder dass du praktisch die Aufgaben mit übernimmst. Ja, so. Wenn die das wollen würden, würde ich das gerne tun. Ich möchte, wir vernetzen uns, wir machen überhaupt keine Telcos, was ich sehr schade finde, weil ich das sehr praktisch finde. Zum Arbeiten geht das wunderbar. Also Telco und Verwaltung machen. Du kannst jetzt also nach Thomas Vorlage 1 Stunde lang ausführen, wie du das mit der Vernetzung dir vorstellst. Das ist kein Problem. Ja, mehr Treffen, mehr Telco, mehr E-Mail. Und zwar nicht gesülzt auf der PPH, sondern vernünftig strukturierte Arbeit. Ich bin halt ein Verwaltungsmensch. Ich bin keiner, ja. Kein Prosa. Kein, nee. Mir geht es um Verwaltung und Organisation. Es tut mir auch total leid, dass ich jetzt hier keinen polemischen... Deswegen habe ich gefragt, was soll ich denn bitte 1 Stunde erzählen? Das war schon fast 1 Stunde, außerdem es kann ja auch mal unter 2 Stunden bleiben. Jetzt ohne Witz, das war schon 1 Stunde, mein das Gott. Das war 1 Stunde, warte, wie viel Uhr ist das? Also das war doch keine jetzt Stunde. 21:01. Okay, dann war es ganz knapp 1 Stunde, wir haben um 8 angefangen. Echt? Ja. Ich hätte das jetzt nicht gedacht. Ich kann 1 Stunde reden, ohne eine zu rauchen. Wahnsinn. Jetzt schnell Zigarette. Nein, das geht auch. Ich kann ja auch arbeiten, ohne zu rauchen, geht ja auch. Yes, ja. Yes. Ich kannst du noch ein Gedicht aufsagen in deiner Restzeit? Ich? Nee. Dann kann ich keins mehr auswendig. Habe ich bestimmt mal 1000 gelernt, aber kann keins mehr auswendig. Schillers Glocke oder sowas. Nee. Dann würde ich sagen... Sagst du ein Gedicht auf? Ich sage ein Gedicht auf würde sagen, wir brechen das an der Stelle ab und freuen uns über das kürzeste Vorstandsinterview, was wir bisher hatten. Wir brechen es nicht ab. Dann beenden wir auch. Ja, abbrechen. Hallo. Wir brechen die Gedichte-Session ab. Ja, dann ich weiß nicht, wir das kürzeste Vorstandsinterview, das wir bisher hatten, also Vorstandskandidateninterview, muss man bitte dazu sagen. Und für alle Nachfolgenden, also es muss nicht irgendwie 2 Stunden, man kann sich auch kurz fassen und alles gesagt haben und so. Nichts gegen dich. Nein, Thomas hat allerhöchstens 1 Stunde 20, das werden wir dann im Zusammenschnitt sehen, wenn wir von vorne nach hinten einfach mal den Cut gemacht haben. Und dementsprechend, da wird es dann noch einige Kandidaten geben, den wir zu sehen bekommen in den nächsten Tagen. Und ich sage erstmal Dankeschön und wir schalten jetzt den Stream gleich mal ab. Ja, tschüss.